Turbine ist erfolgreich, bis sie katholisch. Beim Starten kann ich also wirklich noch ein paar aussprechen, dass die Kerosin eingespritzt wird. Und deshalb, ich hoffe, dass man dann durch Brand lustig geht, über die Feuerlöscher der Bahn alles löschen. Diese Feuerlöscher sind CO2-Feuerlöscher, die also nicht irgendwas kaputt machen, sondern nur den Sauerstoff in das Feuer stehen. So, das wird rechtzeitig langsam zum Start. Ich denke, er hat eine Jetkettturbine mit ca. 16 Kilogramm Schub eingebaut. Ich habe eben 20 Kilo Schub, also das ist schon ein Monster. Und das Modell wird wahrscheinlich 50, 60 Kilogramm wiegen. Die Landeplatte ist schon auch eingefahren. So, man riecht schon das Kerosin, das verbrannt ist. Also wie auf dem großen Flughafen. Das Modell hat schon gigantische Ausmaße. Ca. 2,60 Meter lang bei 20. Es ist auch in einer Reifenanlage mit einem Smoker ausgerüstet und da sieht man einen wunderschönen Posen. Was natürlich unschön wäre, dass der Wind jetzt so heftig ist im Moment, aber wollen wir hoffen bis zur Landung, dass er noch ein bisschen nachlässt. Diese Lightning. Ist wie gesagt ein Kugel-LK-Modell, wird also hergestellt bei HF Composite, das heißt die Firma. Bei solchen Modellen ist natürlich alles aufeinander abgestimmt. Da gibt es keinen Tank zum Einbauen. Fahrwerk, Landeklappe, das ist alles. Und hier zeigt uns eine schöne langsame Rolle im Überflug. Die Geschwindigkeiten, die bei einem Turbinenmodell dieser Klasse erreicht werden, liegen so mit 250 Stundenkilometer. Dabei dreht die Turbine ca. 120.000 durch. Jawohl, der Spritverbrauch ist natürlich auch heftig. Hier kommt ein Messerflug. In einer Minute laufen da ca. 500 Milliliter Sprit durch. Das heißt, wenn er so ca. 3 Liter dabei hat und nicht gerade Vollgasphasen hat, muss er nach 5 bis 6 Minuten zur Landung reinkommen. Das dürfen nur die Einhammer-Taste oder auf Hilfe haben. Ja, aber das ist ja nicht gut. Mächtig in den Himmel. Hier zeigt uns die kubanische zu sehen, dieses Modell im Vollgas, Aufschwung, Rollen, senkrechte Rollen ohne Ende und wieder aufkommen. Wunderschönes Flug mit dieser Landung. So, jetzt macht er ein bisschen langsamer, vielleicht zeigt uns mal die Langsamflugeigenschaften dieses Modells. Beziehungsweise, ich glaube, der Sender versucht jetzt schon mal einen Landanflug, hat das Fahrwerk ausgefahren. Das heißt, er wird hier Probleme bekommen, vom Wald hereinzulanden. Deswegen
hat er sich am anderen Platz in die hingestellt und probiert es von Gerlershof, sprich aus der westlichen Richtung. Bleibt sich eigentlich egal, weil wir genau dorthin kamen. Nein. Nein.